ans Überleben zu denken, nur einfach hoffen, dass es nochmal hell wird. Und wir haben uns immer wieder aufs neue Mut zugesprochen, irgendjemand wird uns doch sehen in dieser Wand, weil sonst wären wir ohnehin verloren. Allerdings wusste niemand, dass wir die Eigerwand machen wollten. Weil die Eltern, die will man nicht unnötig ängstigen. Und im Freundeskreis, da willst du auch nicht angeben, ich steige jetzt durch die Eiger Nordwand. Das erzählst dann lieber nachher, wenn du heimkommst. Aber der Fehler, der soll sich jetzt bitter rächen. 6. August. Immer noch steht das Zelt verlassen und leer. Gerhard Bauer alarmiert vor seiner Abreise den Grindelwalder Rettungschef. Kann ich den Rettungschef Schwendener sprechen, bitte? Es geht um ein verlassenes Zelt unter der Eiger Nordwand. Doch niemand wird vermisst oder gesucht. Man muss zuerst wissen, wo die Leute sind. Die können ja zu Hause sein, das Zelt dort zurückgelassen haben. Und da geht man nicht einfach suchen, sonst gibt es Probleme mit dem Bezahlen. Wer bezahlt das? Sie sagen, ja, wir können doch das Zelt stehen lassen und gehen nach Hause. Man muss schon Erkundigungen einziehen, wo sind die? Auf der Fahrt zurück nach Deutschland geht Bauer und Berneck das verlassene Zelt nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht sind die Zeltbewohner doch noch kurz vor dem Wettersturz eingestiegen. Dann wären sie schon 7 Tage in der Wand gefangen. Und wieder hilft ein schicksalhafter Zufall. Berneck telefoniert noch in der Nacht mit einem Freund, der die Initialen HW und TB kennt. Das verlassene Zelt gehört den jungen Allgäuer Bergsteigern Holger Wendel und Thomas Burger. Mit einem Schlag wird Holgers Mutter mit der Ungewissheit konfrontiert, leben die beiden noch oder sind sie schon tot? Also ich habe wenig Hoffnung gehabt, muss ich echt sagen, weil wenn man das kennt, was da eben, wie schnell das geht, ist die Hoffnung nicht groß. Dass man so eine Wand, meine, das hätte ich gesagt, dass er eben mit der Eislawine, Steinlawine, auch so vielleicht, da ist die Hoffnung eigentlich sehr gering. Man hofft immer, hoffentlich haben sie es bald gefunden, dass man weiß, was los ist. Es hatte Nebel, war schlecht, man konnte nichts sehen und nichts machen. Und dann nützt der Hubschrauber nichts, wenn man nicht in die Wand an kann zum Suchen. Der Tod kommt langsam, unspektakulär. Kein Film, der vor einem abläuft, aber immer wieder Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. In den Bergen lernten wir zu überleben. Am Seil haben wir erfahren, was aufeinander Vertrauen heißt, Entscheidungen treffen und dazu stehen, was es bedeutet, an seine Grenzen zu stoßen. Wir wussten nicht mehr, wie lange wir schon hier sind. Wir hatten kein Zeitgefühl mehr. Tage und Nächte sind einfach ineinander verschwommen. Holger? 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 Dass der Holger da tot neben mir gelegen ist, war es völlig normal für mich, dass ich jetzt halt auch sterbe. Ich sah jetzt auch keinen Sinn mehr, lebend aus der Wand rauszukommen. Wir haben alles gemeinsam erlebt, hier alles gemeinsam durchlitten.
Und jetzt ist er vor mir gestorben. Und da ist auch was von mir mitgestorben. Das war schon verrückt. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, draußen zu schweben, mich selber von außen zu sehen und den Holger daneben. August. Erst 9 Tage, nachdem Holger und Thomas eingestiegen sind, kann ein Hubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht die vollkommen verschneite Wand absuchen. Bergretter Urli Roth und der erfahrene Pilot Günther Ammann kennen den Eiger von vielen Rettungsaktionen. Im oberen Teil ist keine Bewegung, kein Lebenszeichen zu entdecken. Sie fliegen weiter zum Gipfel, um den Abstiegsweg zu erkunden. War einerseits wahnsinnig enttäuscht, dass der wieder weg ist, und andererseits haben wir gedacht, ja gut, das haben wir halt alles nur eingebildet. Bitte! Es ist immer sehr schwierig, jemanden zu finden. Die Wand ist sehr groß und die waren einige Tage am gleichen Ort. Die Ausrüstung hat sich schon angepasst dem Feld so, man sah sie sehr schlecht. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass man die irgendwo leben findet. Also die Leichensäcke waren bei uns. Wir haben mit einer Leichenbergung gerechnet. Und wir haben ja mehr als eine Stunde gesucht und wollten die Suchaktion abbrechen. Und im letzten Moment hat der Retter Rotuli gesagt, jetzt sehe ich etwas. Und dann sind wir hingegangen und haben die beiden gefunden. Aber plötzlich war das Geräusch wieder da. Ich war mir das gar nicht klar, ob ich das vielleicht nur alles geträumt habe, ob das überhaupt Wirklichkeit war. Wie geht's dem Kollegen? Kollege, wie geht's dem? Weißt du nicht? Der Bergführer Rotuli hat man hingeflogen zu den Zweien und der hat sofort gefunkt, es brauche ein Arzt. Und Rotuli ist gut ausgebildet, aber er wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Und das erste Mal haben wir einen Arzt, Dr. Czermak, in die Wand geflogen. Und der Rettungsarzt stellt das Unglaubliche fest. In Holgers Körper ist noch ein letzter winziger Funke Leben. Er wurde sofort verladen und direkt ins Spital Interlaken geflogen. Nur noch 23 Grad beträgt Holgers Körpertemperatur. Jeden Moment kann sein Herz stehen bleiben. Die geringste Belastung, der kleinste Fehler könnten in letzter Sekunde die Rettung verhindern. Plötzlich ging alles rasend schnell. 9 Tage lang haben wir gekämpft und gelitten und zum Schluss alle Hoffnung begraben. Ich hatte das Gefühl zu schweben und wurde aus dieser Odyssee weggetragen. Die Felswände tanzten um mich herum, alles war verschwommen, unwirklich. Erst im grellen Licht des Krankenhauses bin ich dann erwacht. In dem Moment war mir dann endlich klar, dass ich wirklich gerettet war. Das war ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Und dann kamen mir auch die Bilder wieder in den Sinn. Ich sah einen Holger neben mir liegen, leblos im Schnee. Und nun sollte ich leben und der Holger ist tot. Und als mir dann die Krankenschwester erzählt hat, dass der Holger noch lebt, da dachte ich mir, ja, die wollen mich jetzt beruhigen.
Aber als sie mich dann wirklich zum Holger geschoben haben in sein Zimmer und sah, dass er da noch lebte, das konnte ich gar nicht fassen. Ja, doch gewusst, wir schaffen's. In meinem Kopf ging alles durcheinander, alles flog hin und her. Ich war nicht fähig, meine Freude zu zeigen. Da war ich einfach sprachlos. Das war einfach ein Wunder. Das war die vorletzte Sekunde. Also hundertprozentig sicher, die hätten da nicht noch einen Tag ausgehalten. Ich habe immer gesagt, wir haben die beiden dem Teufel ab dem Karren genommen. Das war für mich eine der eindruckvollsten Rettungen und wir hatten große Genugtuung, dass wir die lebend herausgebracht haben. Holgers Begeisterung fürs Klettern war nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ungebrochen. Und dann passierte das Unfassbare. Holger kam ein Jahr darauf bei einem tragischen Unfall ums Leben. Mit dieser Situation klarzukommen, war lange Zeit sehr schwer für mich. Aber irgendwann habe ich gelernt, dieses Scheitern am Eiger als Chance für ein neues Leben zu entdecken, in dem wieder Platz war für Freunde, für die Musik, für Bücher und eben auch fürs Bergsteigen. Ich erinnerte mich wieder an die schönen Momente, die ich mit Holger in den Bergen erlebt hatte. Und heute fasziniert mich die Vielfalt des Lebens. Die Berge sind nicht mehr alles, sondern ein Teil davon, ein wichtiger Teil.